Ja, ein interessantes Erlebnis hatte ich im Zusammenhang mit meinem neuen Führerschein. Also ich wollte mir so einen praktischen Scheckkartenführerschein besorgen. Da ist mir diese hübsche Broschüre in die Hand gefallen mit dem Hubert Dir Alistair Gorbach da drauf. Laut Gorbachscher Broschüre darf niemand mit Kopfbedeckung aufs Führerscheinfoto, außer Konfessionelle. Also fotografierte Nico Alm sich, passend zu seinem Religionsbekenntnis, mit einem Nudelsieb auf dem Kopf und gab seinen Antrag samt Foto beim Schalterbeamten ab. Was ist dann passiert? Also anstatt schriftlich eine Erklärung dafür zu erhalten, warum das Bild nicht den Kriterien entspricht, habe ich eine Vorladung zum Amtsarzt bekommen. Die dachten offensichtlich, dass ich verrückt bin, und eine Amtsärztin hat dann in wenigen Minuten festgestellt, dass dem nicht der Fall ist.